Ich bin Friedhelm Diekmann, bin seit vielen Jahren hier in Münster. Ich bin verheiratet, ich bin 84 Jahre alt, genau genommen seit dem 13. März 2020. Das ist der Tag gewesen, wo meine Frau gesagt hat, mein Gott, wie siehst du denn aus? Da sagt sie, du siehst aus, gelb, grün, blau. Also die Zeit vorher, über Monate, Appetitlosigkeit, Lustlosigkeit. Als wir dann sagten, sie sagten ja immer, mich kriegen sie nicht und so weiter. Mich kriegen sie nicht. Und es war diese körperliche, absolute Schwäche, die dann doch Einsicht gebracht hat bei Ihnen. Wir haben es ja auch lange hingekriegt. Wir waren ja lange bei mir in Betreuung. Viele Jahre haben wir es ja herauszögern. Ich glaube, über 4 Jahre bin ich bei Ihnen gewesen. Ja, was heißt es, wenn die Nieren nicht mehr arbeiten? Die Nieren haben ja zahlreiche Funktionen im Körper. Vielleicht kann man es umschreiben, die Niere als Klärwerk für den Körper. Neben der Entgiftungsfunktion, Wasser entgiften, das erleben wir tagtäglich, indem wir Urin auf der Toilette loswerden, ist die Balance des Säure-Basen-Haushaltes eine Aufgabe, die die Niere erfüllen muss. Sie muss die Elektrolyte kontrollieren, sie muss entgiften. Entgiften von Stoffwechselprodukten, die bei der täglichen Nahrungsaufnahme anfallen. Sie muss tatsächlich auch hormonelle Aufgaben übernehmen, den Knochenstoffwechsel beeinflusst die Niere sehr wesentlich und auch die Blutbildung wird über die Niere reguliert. Daraus kann man sich ableiten, was passiert, wenn die Nieren nicht mehr arbeiten. Es sind zahlreiche wirklich zentrale Funktionen im Körper möglicherweise beeinflusst und man muss unterscheiden zwischen akuten Nierenschäden, also akutem Nierenversagen und chronischer. Das chronische Nierenversagen oder der chronische Nierenschaden, der mündet häufig eben in einer Verschlechterung bis zur Dialysepflichtigkeit, also bis zur Nierenersatztherapie. Wenn die Dialysepflichtigkeit beim Patienten eingetreten ist, sei es durch das akute Nierenversagen oder durch die chronisch dekompensierte Nierenschwäche, gibt es letztendlich zwei prinzipielle Verfahren. Einmal die Blutwäsche, die Hämodialyse und die Bauchfelldialyse. Die Hämodialyse, die Blutwäsche, ist ein Verfahren, was wir hier in der Klinik natürlich anbieten, auch in unserer Dialysestation. Und dieses Verfahren unterstützt letztendlich die Funktionen des Körpers, die ausgefallen sind. Wenn es jetzt, wie beim akuten Nierenversagen, zu einem Versiegen der Urinproduktion führt, kann man durch die Blutwäsche nicht nur Giftstoffe aus dem Körper rausholen, sondern auch Wasser, das eben sich aufgrund des chronischen Nierenversagens zunehmend bei nierenkranken Patienten häufig ansammelt. Bei der Dialyse ist es erforderlich, dass das Blut im wörtlichen Sinne gewaschen wird. Man schafft durch einen kleinen Eingriff einen Zugang zum Blutkreislauf, holt man eine gewisse Menge, mehrere Liter Blut, über mehrere Stunden aus dem Körper heraus, gibt das über einen Kapillarfilter, haarfeine Kapillaren, durch die das Blut strömt, über diese Kapillarfilter kommt es zum Stoffaustausch zwischen dem Dialysat und dem sozusagen vergifteten Blutsystem. Gereinigt wird das Blut dann wieder zurückgeführt zum Körper und das wird in aller Regel 3-mal pro Woche durchgeführt, über meist 4 Stunden, je nach Situation. Und wie gesagt, in diesem Prozess der Reinigung kann auch Wasser abgepresst werden, sodass der Körper auch sozusagen von dem überschüssigen Wasser, was sonst die Nieren nicht mehr loswerden, befreit wird. Also auf den Punkt gebracht, kann ich sagen, das ist wie ein Jungbrunnen. Mir ist es noch nie so gut gegangen in den letzten 10 Jahren, wie es mir jetzt seit 2 Jahren geht.